Hallo, willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Weihnachtsstern am besten schneidet bzw. was es zu beachten gibt. Mein Weihnachtsstern war eigentlich immer grün. Auch nach Weihnachten gab es nichts auszusetzen. Allerdings waren bei uns dieses Jahr die Temperaturen so kalt, dass ich eigentlich dachte, er ist eingegangen. Alle Blätter sind abgerieselt, alle Triebe sind verwelkt und schwarz geworden. Und im März, das ist wichtig, dass ihr das nicht später als März macht, könnt ihr, das habe ich hier gemacht, seht ihr das zum Beispiel hier, immer an einem, über einem schlafenden Auge oder an einem schlafenden Auge oder diesem Knotenpunkt, wie ihr das zum Beispiel hier seht, könnt ihr mit einem scharfen Messer abschneiden. Jetzt müsst ihr bedenken, oh, das könnt ihr hier sehen. Seht ihr hier unten? Der Trieb ist hohl innen drin. Bei allen, also nicht nur der abgestorbene Trieb, sondern der Trieb der ganzen Pflanze. Das seht ihr auch hier. Ich habe also das eingekürzt bis ein gutes Stück nach dem Vertrockneten. Dann, wie ihr das hier sehen könnt, ich versuche euch das zu zeigen, habe ich ganz normales Bienenwachs von einer Kerze auf die Schnittstellen gegeben. Erst dünn, dann habe ich das immer wieder drauf gegeben, bis ich die gewünschte Dicke erreicht habe. Das ist wichtig, damit die Pflanze nicht austrocknet. Hier an diesem Stück seht ihr, wo es abgefallen ist, und auch an diesem Stück, das habe ich leider zu spät bemerkt, ist es abgefallen, dieses Wachssiegel, und deswegen ist dieser ganze Trieb und auch hier dieses Stück eingetrocknet. Also wenn ihr das nicht verschließt mit Wachs, ihr könnt natürlich auch anderes Paraffinkerzenwachs nehmen, also wenn ihr das nicht macht, kann es sehr gut passieren, dass euch die Pflanze eintrocknet. Den Zustand, den ihr jetzt seht, ist der Zustand Anfang Mai. Ich habe also Anfang März geschnitten. Den gesamten März ist nichts passiert. Gebt also eure Pflanze nicht auf, wenn ihr das seht. Und so weit ist sie jetzt Anfang Mai. Ich werde euch in diesem Video natürlich noch zeigen, wie sie sich über die nächsten Wochen weiter ausbildet. Denn es kommt auch hier an diesem Stück noch ein kleiner Blattansatz. An diesem Trieb, der noch das Wachssiegel hat, da kommt noch nichts. Aber das werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Und ich denke, die Pflanze erholt sich auf jeden Fall sehr gut. Aber werden wir schauen. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich eine Pflanze, einen Weihnachtsstern geschnitten habe oder schneiden musste. Und ich nehme euch auf dieser Reise mit. Ich persönlich hätte ihn nicht geschnitten, denn für mich ist es so, je größer die Pflanze, desto schöner. Aber mit einem Schnitt, auch bei einer gesunden Pflanze, mit einem Rückschnitt, sorgt ihr dafür, dass die Pflanze kompakter wächst. Ihr seht, vorher war eben ein Trieb, beziehungsweise waren hier zwei Triebe mit Blättern. Und jetzt sind hier weitere Triebe. Hier kommen 1, 2, 3, 4, wo eigentlich nur ein Trieb vorher war. Das heißt, durch einen Rückschnitt schafft ihr es, dass eure Pflanze eben buschiger wird und auch kompakter. Dass sich mehrere Seitentriebe bilden und diese dann natürlich noch mehr rote Blätter im Winter haben. Wie ihr hier sehen könnt, sind die Blätter, finde ich, noch recht klein. Meine Pflanze hatte beim Kauf Blätter, die ungefähr ja, so 7, 8 bis 10 cm um den Dreh groß waren. Und nachdem diese Blätter abgefallen sind, sind die vielleicht 5, 6 cm groß gewesen und sind nie größer geworden. Wir müssen also gucken, wie es sich mit diesem Rückschnitt ergibt, ob die Blätter eher klein oder groß bleiben. So, wir haben es mittlerweile August. Ich zeige euch jetzt, was ich getan hat. So sieht das Ganze ja mehrere Monate, gute 5 Monate später oder 4,5 Monate später aus. Tatsächlich sind hier einige Blätter gelb geworden. Das liegt daran, weil bei uns sehr viel ja, Sonnenstrahlung oder ultraviolette Strahlung war. Und das hat dieser Pflanze leider gar nicht so gut getan. Auch jetzt stand sie in praller Sonne am Fenster.
dann rollen sich so ein bisschen die Blätter ein oder ja, hängen runter. Aber in den Abendstunden wird das Ganze wieder ganz normal. Also sie hat vielleicht so 20 Blätter verloren. Also ihr seht, auf der Seite ist sie ja ein bisschen kahler. Und das ist sozusagen die Seite, die meistens am Fenster stand. Ich habe sie gedreht. Aber es geht ihr sehr gut. Die neuen Äste, ich zeige euch das mal so, die sind relativ dick. Also sie könnten dicker sein, würde ich sagen. Aber es ist nicht schlimm. Das Wachs ist noch drauf. Das werde ich auch nicht entfernen. Und wenn es geht, werde ich diese Pflanze jetzt nach dem Winter auch nicht schneiden. Das hatte ich bei der ganz am Anfang auch nicht gemacht. Und es hat ihr nichts ausgemacht. Sie ist ganz normal weitergewachsen, außer eben, dass sie hier, als wir umgezogen sind, im Winter zu kalt stand und dann alles abgerieselt ist von den Blättern. Sie wird bei uns in Georgien auch von ganz alleine blühen. Da braucht man also jetzt irgendwie keine Dunkelperiode speziell einhalten oder einen Karton über die Pflanze für 12 Stunden stellen. Das ist bei uns in Georgien nicht notwendig. Und ich würde sagen, in Deutschland klappt es auch, wenn ja die Pflanze nicht in einem Zimmer steht, was dauerbeleuchtet ist. Also wenn es den ganz normalen Tag- und Nachtrhythmus erleben kann, dann sollte das auch kein Problem sein. Ich werde euch noch mal ein weiteres Update machen, vielleicht tatsächlich so gegen Weihnachten rum oder im Dezember, dass man einfach sieht, ob sie schon die Blätter rot bekommen. Das kommt je nach Kältetemperatur oder überhaupt warmer, kalter Temperatur im Dezember rum. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist, denn dieses Jahr werden wir wieder in einem beheizten Raum leben. Also werde ich mal gucken, ob es früher passiert. Aber ich muss sagen, die Kälte oder eine kühlere Temperatur tut dieser Pflanze eher gut im Herbst, Winter rum. Und dann sollte es wieder warm werden. Also tatsächlich, damit sie eben neue Blätter bildet, braucht sie ab März sehr viel Licht und auch höhere Temperaturen. Und meiner Meinung nach im Herbst, Winter eher kühlere Temperaturen. Habt ihr denn nun auch einen Weihnachtsstern überwintern lassen sozusagen? Also habt ihr ihn nach dem Fest nicht weggeschmissen, sondern bei euch zu Hause stehen gehabt? Habt ihr schon mal den Weihnachtsstern beschneiden müssen? Wie seid ihr da vorgegangen? Lasst mich das doch sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!